Herzlich willkommen zum Big Talk. Wir haben vor, heute einen schönen Abend miteinander zu verbringen mit einem Thema, was sicherlich ein schwieriges Thema ist, aber wo wir heute, glaube ich, gute Argumente finden, um mit dem Thema umzugehen. Ihnen mit Rat, und es ist absichtlich so geschrieben, mit Rat und Tat gegen Krebs, senkt körperliche Aktivität das Krebsrisiko. Das ist eins der beiden großen Themen, denen ich mich wissenschaftlich widme. Und ich freue mich für Ihr Interesse daran. Wie ist es nun mit dem Zusammenhang zwischen Bewegung und Gesundheit? Das ist ein ganz, ganz alter Hut, kann man sagen, dass es dort Zusammenhänge gibt. Und das sieht man schon an diesen Aphorismen, dass man schon Hippokrates hat gesagt, wenn wir jedem Individuum das richtige Maß an Nahrung und Bewegung zukommen lassen könnten, hätten wir den sichersten Weg zur Gesundheit gefunden. Ein sehr schlauer Spruch, den man auch heute sich immer mal wieder an die Wand hängen könnte. Heute sind wir sozusagen gar nicht so viel weiter, außer dass wir es wirklich auch beweisen konnten für viele, viele Krankheiten. Es ist belegt für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, es ist belegt für das metabolische Syndrom, Diabetes, eine wachsende, zunehmende Erkrankung bei uns, ein enger Zusammenhang zur Bewegung. Und es gibt eine ganze lange Liste, Sturzgefahr, Osteoporose, es gibt wirklich Belege auch, dass Menschen, die aktiv sind, später sterben. Es ist immer gut, sich zu bewegen, also nicht gleich sagen, boah, das schaffe ich ja gar nicht, nein, einfach mal anfangen, das ist in jedem Fall schon mal gut. Das Ziel sind tatsächlich 150 Minuten pro Woche, das übersetzt sich zum Beispiel in 30 Minuten an fast jedem Tag. Moderat intensiv, was heißt das? Das heißt, Sie sollten tatsächlich ins Schnaufen kommen. Auch Schwitzen ist nicht verboten. Das ist so das Maß, ab da zählen die Minuten so langsam. Lange Zeit dachte man wirklich auch, es ist alles, oder Ernährung war sehr hoch gehängt. Und inzwischen ist es eigentlich eher so, dass man sagt, vieles, was man in der Ernährung zugeschrieben hat, ist eigentlich auch die Aktivität gewesen. Nun haben wir dazu auch Empfehlungen. Es gibt sogenannte Leitlinien. Hauptleitlinie ist von der Gesellschaft hier dieser sogenannten AGO, Arbeitsgemeinschaft Gynäkologische Onkologie, Leitlinien, die jedes Jahr neu überarbeitet werden, die auch jeder nachlesen kann. Und dann sehen Sie unter den vielen Punkten, jetzt geht es ja um die Lebensqualität nach Krebs, dann ein Doppelplus und das ist die höchste Bewertung, die wir haben. Wir haben von Doppelminus, einfach Minus, Plus Minus, einfaches Plus bis Doppelplus. Doppelplus ist die höchstwertige Empfehlung und dann hier moderate Sportintervention bei Bewegungsmangel. Aber Sie sehen auch schon das Wort moderat. Und das ist für mich immer ein wichtiger Aspekt, weil ich meine, dass dann durchaus viele Frauen schnell auch überfordert werden mit diesem Aspekt, treib Sport, treib Sport, treib Sport. Wenn die Patientin dafür nicht zu motivieren ist, ja, wenn sie sagt, ja, die sagen immer wieder, ich soll Sport treiben, ne? Was, bis zur nächsten Bushaltestelle laufen, ja? Das ist auch gar nicht so einfach. Als erstes ist nun mal der Mensch selbst gefragt, da auch überhaupt empfänglich zu sein. Die meisten Damen, die hier sitzen, die sind schon motiviert. Das ist ja eine Auswahl von den Damen, ja, die hier kommen. Ja, wer heute gekommen ist, der richtig, befasst sich mit dem Thema. Repräsentiert ja nicht den Schnitt, den ich auch sehen darf an Patientinnen, die zur Nachsorge kommen. Das ist dann schon anders. Ja, nun stehen ja aber auch Frauen dann, wenn sie informiert sind, der ganzen Thematik oft doch etwas ratlos gegenüber, weil der überwiegende Teil wird ja nicht vorher sich intensiv mit Sport befasst haben. Wenn das nun Ihre Patientinnen sind, geben Sie denen denn einen Tipp, also wie dieses Thema Package, sagen Sie ihnen, mach das, mach jenes, geh dahin, geh dorthin. Das sollte ich tun, aber letztendlich setze auch ich jetzt nicht immer in der Weise um, sondern es ergibt sich im Gespräch. Und dann, dass ich dann sage, okay, treiben Sie Sport, ist das für Sie ein Thema? Ich sage dem Patienten immer, das ist auch so, ich schimpfe ja nie. Und traktieren tue ich auch nicht, sondern es geht eben zu motivieren, aufzuklären. Und auch kein schlechtes Gewissen zu erzeugen. Ich bin jetzt selbst schuld, ich treibe keinen Sport, jetzt kriege ich eher wieder Krebs. Das ist ja ein sehr heikles, sehr sensibles Thema. Wir können es erstmal nur vorleben, indem man einfach auch die nachsorgenden Ärztinnen und Ärzte natürlich auch selbst erstmal das vorleben. Und es ist schwierig, wenn ein nachsorgender Arzt dann mit
Übergewicht vor einem sitzen und ein dann einen Patienten, ja, das habe ich bloß nicht gesagt, aber zumindest vor einem sitzen, dann eben eine Patientin zu Sport motivieren soll. Ja. Andererseits, wenn ein Supersportler vor einem sitzt, dann kann das ja auch ein bisschen demotivierend sein. Ja. Ach, das ist ein heikles Thema. Da muss man sensibel rangehen. Das ist ganz typisch so, dass auch wenn ich jetzt einen Patienten operiert habe und danach frage, ist Sport für Sie ein Thema, geht natürlich ganz oft erstmal der Kopf runter. Und dann sage ich mir, ich bin kein Pastor, ich will nur wissen, ist Sport für Sie ein Thema? Und dann versuchen Sie sich dem Thema dann auch zu nähern, was man tun kann. Ja. Ich möchte Sie ermuntern, über Selbsthilfe nachzudenken und ermutigen, Selbsthilfe zu probieren. Die Angebote der Frauen-Selbsthilfe nach Krebs, ich stehe jetzt hier für den Landesverband in Nordrhein-Westfalen. Wir haben 40 Gruppen in NRW und in Deutschland weit 10 weitere Landesverbände. Hier in Dortmund können Sie an 3 Standorten die Angebote nutzen. Sie finden uns zu unterschiedlichen Zeiten an unterschiedlichen Orten. Die Angebote sind immer ein niedrigschwelliges, offenes Angebot, kostenlos. Sie finden uns regelmäßig und zuverlässig, ob Sie kommen. Sie müssen sich nicht anmelden. Sie können kostenlos unser Angebot der Selbsthilfe nutzen. Dr. Kunz hat eben gesprochen von Patienten, denen gesagt wird, du musst nur positiv denken. Ich habe mich auch damals gefragt, wo ist der Schalter, den ich umlegen kann. Dazu möchte ich sagen, wir sind die Aktiven in der Frauenselbsthilfe alle selber betroffen. Wir stehen offen nicht nur für Brustkrebskranke, sondern für alle Krebserkrankungen, nicht nur Frauen, genauso Männern oder Angehörigen. Ich habe immer Sport gemacht, war eine ganze Weile mit Yoga beschäftigt. Es gibt es verschiedene Arten von Yoga, einmal ruhig atmen, einmal ein bisschen kräftiger, was so ein bisschen auf die Arme geht und auf die Beine geht. Ich war gesund, bevor ich die Diagnose gekriegt habe. Ich hatte nichts. Ich hatte einen Tumor, ich hatte einen Knubbel irgendwo. Aber wenn mich jemand gefragt hätte, ich war fit. Ja. Und mit der Diagnose oder mit dem Beginn der Behandlung wurde ich immer schlapper. Die und Behandlung begann bei Ihnen ja mit der Chemotherapie, nicht mit einer Operation. Genau, ich bin neoadjuvant, glaube ich, heißt es, behandelt worden. Also erst die Chemotherapie, nach der Chemotherapie die Operation, dann eine Bestrahlung und dann eine Reha-Maßnahme. Ja, wie fühlen Sie sich denn jetzt und wie sehen Sie in die Zukunft? Also jetzt geht es mir gut. Ich bin fit, genauso wie vor der Krankheit. Und ich möchte gerne 117 werden. Ja, schön. Habe ich mir vorgenommen. Schöne Zahl. Und, gesund bleiben, Spaß haben. Ja. Was für einen wichtigsten Tipp würden Sie unseren Damen und Herren, die heute hier sind, geben? Ich glaube, das hört sich jetzt total abgedroschen an, aber einfach leben. Also das machen, was einem Spaß macht, das Essen, was einem Spaß macht, einfach nur sich selber gut tun. Egal wie. Herr Kitsch, eine Publikumsfrage ist, unterstützen die Krankenkassen auch Fitnessstudios/Sportvereine? Ja, also Krankenkassen haben natürlich ein Interesse daran, dass sich die Versicherten in der Prävention engagieren und deswegen gibt es Unterstützungsmaßnahmen, die allerdings nicht zwingend im Pflichtprogramm einer Krankenkasse angehören, sondern sogenannte Mehrleistungen sind. Und da gibt es in der Tat Krankenkassen, die auch Fitnessstudios, und zwar qualifizierte Fitnessstudios, unterstützen. In der Regel ist das keine Vollkostenübernahme, sondern ein Zuschuss. Und das ist bei unserer Kasse auch so. Aha. Und was wir zusätzlich aber machen, was vielleicht auch so ein bisschen zur Big Direct Gesund passt, die Tatsache, dass wir eben auch Fitnessstudios, die, und das ist ja der aktuelle Trend, eben im Netz, im Internet Angebote machen. Und das ist vielleicht auch für Krankheiten, die im Moment den Versicherten belasten, auch psychisch belasten, eine Option, weil man eben da auch für sich trainieren kann und vielleicht auch den ersten Weg zu sportlicher Aktivität finden kann. Ja. Denn meine letzte Frage lautet, wer ist denn entschlossen, nach der heutigen Veranstaltung doch noch ein bisschen mehr zu machen, noch eine Schippe draufzulegen? Wir müssen aber jetzt alle Arme hochgehen. Okay, vielen Dank, meine Damen und Herren.